Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Letizia und heute habe ich eine kleine Meditation vorbereitet. Und zwar geht es darum, entscheidungsfreudiger zu werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und dann würde ich sagen, lass uns gleich loslegen. Nimm gerne einen angenehmen und aufrechten Sitz ein und mach es dir bequem. Wenn du merkst, ich mag gar nicht im Schneidersitz zu sitzen, dann setz dich vielleicht einfach zwischen deine Ferse oder habe ein Kissen unter dir. So ist es einfacher, die Position zu kontrollieren, dass man nicht so nach vorne kippt. Richte dich ein und spüre mal, was für dich ein stabiler und bequemer Sitz ist. Sukham Stiram Asana. Was so viel heißt wie bequem und stabil in der Asana, in der Stellung zu verweilen. Wir sollen Sukham und Stiram sein. Das gilt für jede Asana, auch wenn du sitzt und meditierst. Lass noch einmal die Schultern los. Entspann das Becken und das Gesicht insgesamt. Ganz gerne das Kinn leicht zum Hals ziehen, noch ein bisschen mehr Länge und Weite im Nacken zu gewinnen. Entscheide dich, welche Position für dich bequemer und erdender ist. Die Handfläche nach unten bringt dich mehr in die Erde, die Handflächen nach oben gedreht bringt dich mehr in Verbindung mit dem Himmel. Nimm dann die ganze Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein in deinen Körper. Spüre deinen Körper. Werde dir deiner Atmung bewusst. Und lass deine Atmung einfach fließen. Natürlich unentspannt. Wir atmen in unserem eigenen Atemrhythmus. Und du darfst ganz ruhig meiner Stimme folgen. Dieses Jahr hat mich das Thema mit einem unscharfen Blick zu schauen begleitet. Anders ausgedrückt, versuche nicht alles zu stark einzuordnen. Das ist jetzt richtig und das ist jetzt falsch. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, etwas zu machen. Auch einmal Nein zu sagen, darf eine Entscheidung sein, die dazugehört. Wir fangen mit dem Ursprung des Yoga-Weges an. Diese ganzen Weisheiten und Philosophie kommt aus Indien. Kommt aus einem Land, wo so viel Diversität, Ritual, Mystik und Spiritualität herrscht. Wenn man in verschiedene Yoga-Traditionen hineinschaut, wird man immer wieder andere Möglichkeiten und Techniken. Damit möchte ich dir sagen, es gibt überall verschiedene Wege, etwas zu machen. Und trotzdem, es ist auch wichtig, sich immer wieder zu fokussieren. Wir müssen nicht missmutig sein, wenn es manchmal Entscheidungsschwierigkeiten gibt. Es ist auch okay und es ist auch logisch, dass so viele Möglichkeiten existieren. Vielleicht geht es dir wie mir und es interessieren dich 5 bis 7 Sachen gleichzeitig. Auch das ist völlig in Ordnung. Nur wie soll man sich da auf etwas fokussieren? Atme einmal richtig tief in deinen Bauchraum, ein und aus. Fokussiere dich wieder auf deinen Atem. Stell dir jetzt einmal vor, als würdest du eine Perle auf eine Kette aufziehen. Dann hat man sie drauf. Danach kommt schon wieder das nächste Projekt. Unsere Interessen gehen zum Glück auch nie aus. Aber dann kann man auch die nächste Perle anschaffen. Und auch die fädelt man auf die Kette auf. Und am Schluss ist man so reich von Möglichkeiten
bestimmten Sachen, die man gemacht hat, gelernt hat, erlebt hat und so weiter. So kann das Prinzip sein. Sich zu entscheiden kann sich manchmal anfühlen, wie gelähmt zu sein, vor lauter Möglichkeiten. Dass das einem nicht passiert, darf man ruhig entscheidungsfreudiger werden. Und wenn man weiß, dass man so viele Interessen hat, muss man halt auch schneller aussuchen. Umso schneller geht es dann vorwärts. Falls du dich wieder einmal nicht entscheiden kannst, denk an die Stimme im Hinterkopf, die zu dir spricht. Entscheide schnell und werde immer entscheidungsfreudiger. Es kann auch Spaß machen, sich zu entscheiden. Nehmen noch drei ganz tiefe Atemzüge in unseren Bauchraum ein und lösen durch den offenen Mund alles Alte loslassen. Du kannst jetzt all deine inneren Bilder wieder loslassen und einfach nur sitzen, gar nichts tun, damit deine Gedanken ruhig bleiben, damit dein Geist ruhig bleibt. Verankere dein Bewusstsein, indem du in deinem Körper aufmerksam bist und bleib. Spüre deinen ganzen Körper. Bleibe bei ihm. Und wenn sich irgendwo sich etwas anspannt oder verspannt und du es entdeckst, lass es wieder los. Spüre deine Erdung, die Verbindung zum Boden und die unendliche Weite über dir. Deine eigene Reise, entscheidungsfreudiger zu werden, beginnt jetzt. Komm langsam zurück. Nimm deine Hände über die Seiten nach oben und führe sie direkt zum Herz ins Anjali Mudra. Bedanke dich bei dir für deine Zeit, für deine Entscheidung, dass du heute hier bist. Nimm deine Hände zur Stirn. Namaste. Ich hoffe, diese kurze Meditation hat dir gefallen und mich würde es mal interessieren, wie du mit Entscheidungen umgehst. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Du darfst auch gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Weihnachtszeit, Winterzeit mit deinen Liebsten. Und ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei allen, die ich dieses Jahr unterrichten durfte, unterstützen durfte, mithelfen durfte bei Projekten und bin dankbar für alles, was kommt. Mach's ganz gut. Tschüss.